Wunderschön. Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen nicht zu die zwei, weil der Shiggyboink hat zu lange gearbeitet heute. Oh, ist das laut. Hat zu lange gearbeitet heute. Wir spielen stattdessen ein Spiel, so, was wir uns einfach angucken. Ne? Wir machen angefuchst, schauen, ob es irgendetwas ist, was wir spielen können. Ein Spiel aus dem Jahre 2009. Und für diejenigen, die das besonders gut mögen, ja, ein klassisches Lovecraft-Style-Spiel aus der First-Person, ja, schrittweise 3D-Umgebung. Also, wir gucken uns das gleich an. Muss ich hier, glaube ich, was vorlesen? Ich weiß es gar nicht. Wir werden sehen, ob ich was vorlesen muss. Im Übrigen so, ne, das ist so das Spiel und Handbuch, sowas gibt es ja heutzutage nicht mehr. Ich sage einfach mal, wir starten ein neues Spiel. Wir machen Standard, weil ist halt so, ne? Und ich wünsche erstmal viel Spaß. Ich bin gespannt. Weise Männer wissen, dass die Grenzen zwischen dem Realen und dem Irrealen häufig verschwimmen. Sie halten mich für verrückt. Das heißt, zwei Dorfbewohner hätten mich morgens 7 Meilen vor dem Dorf Windlabs gefunden. Ich hätte vor mich hingelacht und sinnlose Sätze gemurmelt, als ob ich mit mir selbst streiten würde, wie ein Verrückter in den dunklen Tiefen seines gnadenvollen Deliriums. Sie sagen auch, ich hätte auf alten Friedhöfen nach einem bestimmten Grab gesucht. Ja, das stimmt. Ich habe nach einem bestimmten Grab gesucht. Doch mein seltsames Verhalten hatte nichts mit Wahnsinn zu tun. Das müssen Sie mir glauben. Wenn Sie wüssten, was ich alles erlebt habe, dann würden Sie mein Verhalten verstehen. Alles begann an einem kalten Tag im November. Ich hatte gerade voller Begeisterung den Fall des flüchtigen Verdächtigen Loth Nolda angenommen, dessen Verstand ich sehr bewunderte. Nach 5 Jahren bizarrer Reisen war er zurückgekehrt und wurde gleich in seinem ersten Fall des Mordes verdächtigt. Loth Nolda hat Wellsmith vor 5 Jahren verlassen. Doch ist er auch der Mann, der zurückgekommen ist? Das ist die Frage. Doch das zu beurteilen, überlasse ich den geschätzten Lesern dieser Zeit. Sie haben mir gesagt, dass ich jetzt seit 2 Wochen in der psychiatrischen Klinik von Wellsmith bin. Schon so lange? Ich weiß es nicht. An die ersten 8 Tage kann ich mich nicht erinnern. Die Ärzte sagen, dass es mir täglich besser gehe. Sie lügen. Ich brauche jeden Tag länger, um mich zu erinnern, wo und sogar wer ich bin. Das ist der wichtigste Grund für diese Aufzeichnung. Ich muss mich davon überzeugen, dass ich wirklich verrückt bin. Denn ich weiß, dass ich vor der Nacht, als man mich fand, tiefer in die pechschwarzen Augen des Wahnsinns geblickt habe, als je ein Mann zuvor. Ja, ich bin verrückt. Denn alles, was ich gesehen habe, habe ich mit den Augen der allgegenwärtigen Seele des Wahnsinns gesehen. Okay. Im Stile von... Was haben wir denn? Keine Ahnung. Scratches und Co. haben wir eine 3D-Umgebung, also sprich eine 360-Grad-Umgebung, in der wir uns dann komplett bewegen können.
Und ich kann die Tür nicht öffnen, es gibt keine Klinke. Wahrscheinlich muss ich bestimmte Sachen so erzählen, ne? Also. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, ist der Cursor so, ne? Dann können wir interagieren. Gehe ich mal fest davon aus. Also so machen. Genau. So, dann gehen wir mal vorwärts. Was ist das da? Keine Klicke. Das Schöne ist, was ich richtig gut finde, erstmal können wir speichern. Das ist immer gut. So, ich muss lieber was schreiben. Er speichert genau das, was ich möchte. Aber die andere Geschichte ist, es gibt hier eine Gamma-Korrektur, die sich bei euch nicht auswirkt. Na super. Ich sehe das gerade. Passiert bei euch gar nichts. Wie geht das denn? Ist ja Hammer. Ja, dann habt ihr keine Gamma-Korrektur. Tut mir leid. Wie ist das nicht vertont? Na klar ist das vertont. Achso, der Text unten. Der war halt früher so, ne? Da konnte man sich sowas nicht leisten. Heute ist das guter Ton. Oh. Leere. Ich habe das Gefühl, etwas in der Dunkelheit zieht mich zu sich. Dann gehen wir aber lieber weg, bevor ich da hingezogen werde. Was ist das da eigentlich? Ein seltsames Graffiti. Immer noch, okay. Zwei Gesichter vor einem Schlangenkopf. Wessen Fantasie ist das bloß entsprungen? Was soll das bedeuten? Was soll das? Wer hat dieses Graffiti gemalt? Keine Ahnung. Wir können es aber immer noch anklicken. Es sind keine Klinken dran. Oh. Ach, jetzt brauchen wir keine Klinke. Oh. Sonne. Was für ein herrlicher Raum. Erinnert mich an etwas. Aber an was? Hab ich mich erschrocken. Hab ich mich... Oh nein. Diese. Verschlossen. Oh, ich hab mich echt erschrocken. Ja, doch. Hast du gut gemacht bis jetzt. Ach, wieder ein Albtraum. In letzter Zeit träume ich so intensiv. Es wirkt alles so real. Jesus, komme ich zu spät zur Arbeit. Ja, doch. Ein Rechtsklick mit der Maus ruft das Inventarfenster auf, okay. Achso, Rechtsklick zum Öffnen. Arthur. Ja, Arthur? Ich dachte, ich habe... Endlich, Howard, wo warst du? Ich versuche seit Stunden, dich zu erreichen. Gibt's ein Problem, Arthur? Lurf Norder ist letzte Nacht aus dem Krankenhaus entwischt. Ich versuche seit Stunden, dich zu erreichen. Komisch. Ich habe das Telefon nicht gehört. Hör deinen Anrufbeantworter ab. Ich habe dir Nachrichten hinterlassen. Egal. Was ist mit Lurf? Das weiß keiner. Er ist heute Nacht einfach verschwunden. Okay. Ich mach mich gleich auf den Weg. Howard, alles klar bei dir? Ich war wohl ziemlich müde und habe verschlafen. Kein Grund zur Sorge. Bis dann, Arthur. Gut, bis dann. Loth Nolders Flucht. Klicken Sie die Schaltfläche Howards Verstand im Inventarfenster an, um Hinweise zu lesen. Klicken Sie dann den Hinweis an. Okay. Oh. Arthur sagte, dass Loth Nolder, Hauptverdächtiger im Clark-Field-Mordfall, letzte Nacht aus dem Krankenhaus geflohen sei. Dieser Fall bedeutet mir viel, denn ich bewundere seine Intelligenz sehr. Das wird eine echte Herausforderung. Seine Flucht beunruhigt mich nicht. Was ist hier? Überlegen und kombinieren. Ach, hör auf, das... sowas. Ach, hör auf! Ja, Arthur? Endlich, Howard, wo warst du? Ich vers... Das ist, Ja. Okay.
Okay. Ich und meine Albträume. Nicht meine Albträume und ich, nein. Oh oh. Wo ist es denn? Nee, da nicht. Da ist es, ne? Ich lese viel. Vorwort. Es gibt Zeiten, in denen man selbst gegen das Geheul der furchtbaren Sirenen immun ist. Und es gibt Zeiten, in denen schon ein hinter Wolken versteckter Mond einen Menschen, der in der Dunkelheit lebt, wie in einer Höhle, aus der Bahn werfen und erschüttern kann. Plötzlich beherrschen Illusionen von längst vergessenen Mythen die Fantasie. So stellen sich manche Menschen urzeitliche Wälder mit tausenden unbekannter Lebensformen vor, düstere Städte, deren Leben schon vor Äonen endete, und Wüsten, in denen die höchsten Türme jener düsteren Städte jetzt nichts weiter sind als bloße Felsen, die nur die Spitze des Eisbergs sind. Sie wandern in riesigen Grüften umher, die ständig von Geruch des Todes erfüllt sind. Diese Orte erinnern daran, dass es einmal Schönheit und Pracht gegeben hat. Gleichzeitig sind sie der Beweis, dass Schönheit und Pracht nicht ewig wären. Einige Völker nehmen faszinierende und schreckliche Dinge wahr, die anderen verborgen bleiben. Einige werden verrückt, andere verstehen die Zusammenhänge. Aber diese Dinge setzen sich im Verstand jener fest, die sie nicht wahrnehmen wollen, und werden im Lauf der Zeit zu Mythen, die Bestürzung hervorrufen. Manchmal erhebt die Vergangenheit, die längst tot sein sollte, ihr hässliches Haupt und zeigt sich in Halluzinationen und Träumen. In solchen Situationen kann eine Person nur Frieden finden, wenn sie alles vergisst. Das Wichtigste dabei ist, dass die Zeit der beste Freund des Vergessens ist. Doch Freundschaften wären nicht ewig. Frieden ist ein Luxus, der nur durch ewigen Schlaf erreicht werden kann, wenn man keinen Göttertrank besitzt. Edwin Pickman. Ich lese viel. Das verbrannte Haus. Seht, dort steht es im Sonnenschein und mahnt, dass es noch nicht vergangen, schwarz wie die Nacht ohne Mondenschein, vom Schicksal völlig umfangen. Einst sprangen lechzenden Flammen heraus und so es zum schwarzen Mahnmal verglomm. Erschütternde Schreie löschten das Lachen aus, was als Flüstern begann, wurde als lautstarkes Horcht vernommen. Jenes lautstarke Horcht allem Lachen ein Ende macht. Die Schreie vom Flammen verzehrt, das Dämonenvolk lacht vor den Augen derer, die entsetzt flohen durch die Nacht. Übrig nur ein finstres Mahnmal, das nur hier wacht. Ja, wahrscheinlich liest er ja auch, nee, liest er nicht. Die Zeit der siegreichen Hexe. Die Nacht wollte stürmisch und rau wohl sein nach dem Tod Harold Gallows, des Freundes mein. Erst zarte 18, lebhaft, sein Verstand so fein, man fand ihn tot in seinem Haus, ganz allein. Dann, als der Sturm toste, da hörte ich, oh Grauen, oh Schrecken, die ganze Geschichte über eine Hexe, die scheute das Tageslicht. Sie wurde verraten, verbrannt und rächte sich. Sie lebte im Wald ganz nah unserer Stadt, so des Nachts sich dort nie jemand hingewagt hat. Und selten nur sah man sie hier auf dem Markt. Man kann nicht sagen, dass sie uns hier ein Leid antat. Doch die Jugend die Angst nicht ersticken konnte, sie hetzten und wollten die Hexe verbrennen. Die Alten bremsten den Hass wie gewohnt und warnten, wer Hexen betrügt, lernt Unheil kennen. Die Jugend wollte nicht hören, war kein bisschen gnädig, rief Hexenjäger dem Töten verschworen. Ohne Prozess steckten sie sie in einen Käfig, kein Wort entwich ihren Lippen, nicht Fluch noch Zorn. Die Flammen loderten und es wurde glühheiß, da schrie sie vor Schmerz und rief ihren Fluch, für diese Tat zahlen eure Kinder den Preis, mit 18 schmückt sie das Leichentuch. Ich lese viel. Wir lassen das mal. Schöne Geschichten. Keine neuen Nachrichten. Oh, schade. Das ist komisch. Hat Arthur nicht gesagt, er habe mir Nachrichten hinterlassen? Ich rufe ihn besser mal an und frage. Ja, dann rufen wir mal an. Telefonbuch. Ah, da ist Arthur. Hi Arthur, ich bin's wieder. Tut mir leid, ich habe ein paar Sachen nicht ganz verstanden. Okay, Howard, was willst du wissen? Oh. Erzählst du mir die Geschichte noch einmal?
letzte Nacht gegen 2.45 Uhr wurde Lois Noel das Verschwinden aus dem Krankenhaus gemeldet. Ich habe auf dem Weg ins Krankenhaus mehrmals versucht, dich zu erreichen. Als wir dort ankamen, haben wir erfahren, dass niemand etwas mitbekommen hatte. Eine Schwester hatte bei ihrer Kontrollrunde bemerkt, dass er weg war. Wir wissen aber nicht, seit wann. Du hast mich angerufen? Warum hast du keine Nachricht hinterlassen? Was soll das heißen? Ich habe jede Menge Nachrichten hinterlassen. Hast du sie nicht bekommen? Nein, Arthur. Der Anrufbeantworter ist wohl kaputt. Okay, gut. Haben wir das geklärt? Schon gut. Ich frag dich einfach, wenn ich im Büro bin. Du auch. So, haben wir hier noch irgendwas? Also benutzen. Was haben wir noch? Ist das schon ein Flachbildfernseher? Das ist von diesem neumodischen Scheiß, okay. Eine Uhr. Eine uralte Uhr. Haben wir da unten noch was? Nein. Was ist das hier? Ein Bild des jungen und berüchtigten Malers Harry Wilcox, ein guter Freund von mir. Er starb letztes Jahr bei einem Autounfall. Er hatte eine große Karriere vor sich. Kann man die Geschwindigkeit von dem Nur-Text hier ändern? Gameplay? Mausempfindlichkeit, Dialoggeschwindigkeit. So. Ach, klicken ist besser. Klicken ist super. Guten Abend, Atalantana. Speichern wir mal gleich, ne? Ist alles schon vor, das ist super. So. Gehen wir jetzt wieder ins Bett. Ich habe jetzt keine Zeit zum Schlafen. Okay. Da ist die Tür. Können wir rausgehen. Als Albtraum tropf ich unaufhörlich, bis du in mir versunken bist, unwiederbringlich. Das Bild erinnert mich immer an dieses Gedicht. Komme ich hier wieder raus? Ach da. Rubaiyat, einer meiner liebsten Gedichtbände. Nein, nicht nochmal. Aber okay, müssen wir nicht angucken. Da komme ich gar nicht runter. Man kann nicht 100% gucken. Guten Abend, El Gerardo, und danke, El Gerardo. Ey, 2 Jahre. So lange hältst du es mit mir schon aus. So, was ist das hier? Ist das jetzt der Flur? Warte mal, was ist das, das andere? Die andere Tür hier hinten? Das ist der. Okay. Hier bewahre ich meine Kleider und andere Sachen auf. Das ist schön. Langweiliges Zeug. Ja, aber vielleicht können wir uns anziehen. Oder auch nicht. Da kommen wir nicht durch. So. Noch mehr Bilder. Da ist eine Schlüssel. Kann ich nicht nehmen. Eine Kiste. Kann ich aufmachen. Da ist noch ein Schlüssel drin. Das ist der Autoschlüssel. Richtig? Meine Autoschlüssel. Sehr gut. Und Geld. Nach innen gebeult. Der ist egal, der Schlüssel. Okay. Was ist das? Ah ja. Schwarzes Klo. Das ist aber ein bisschen deprimierend, ein schwarzes Klo, oder? Felloplex, Terra Sanctum, was auch immer das ist. Cavillus, hier kann ich nichts weiter machen. So muss das.
Oh, jetzt sind wir im Flur. Klar muss Klo immer gehen. Bisschen abgeranzt, das Ding, oder? Hallo? Aber was, wie war das hier? Denken. Okay. Das ist seit meiner Beförderung mein Büro. Wellsmith ist ein ruhiges Fleckchen. Ich habe es meistens mit einfachen Fällen und langweiligem Papierkram zu tun. Oh, ich muss hier auch klicken für den Dialog. Doch dieser Fall ist anders. Ich muss zugeben, es macht Spaß, es mal mit etwas anderem zu tun zu haben. So ein schönes Büro. Ich hoffe, dass es dieses Jahr was mit Asylum wird, ne? Ist es Will Smith? Weiß ich nicht. Klingt er wie Will Smith? Totenschein von Clark Field. Ledig, männlich, weiß. 76 geboren. Aha. Geburtenregister, Oktober. Tag des Monats 21, 2011. Zuletzt ausgeübter Beruf, Besitzer der Airwheel Company. Bla 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 bla. Northwood Forest, Aufenthalt 4 Tage. Ort der Beisetzung, Friedhof Portland. Wie heißt die Stadt? Wellsmith. Achso. Ja, genau. Er ist erstickt. Oh, hier ist, was haben wir hier? Will Smith Morddezernat. Na toll, dankeschön. Jetzt kriege ich das nicht mehr aus dem Kopf. Das Opfer wurde am Rand des Northwood Forest entdeckt, etwa 85 Meilen nördlich von Will Smith. Es wurde anhand seines Ausweises identifiziert. Und sein Bruder Jonathan Field wurde verständigt. Dieser identifizierte den Toten und gab an, dass er schon seit einiger Zeit vermisst worden war. Er erklärte, dies nicht der Polizei gemeldet zu haben, da er ein Paket mit einem Brief erhalten habe, in dem stand, dass er das nicht tun solle. Er sagte, er habe einen Privatdetektiv namens Loth Nolder angeheuert, um seinen Bruder aufzuspüren und spüren und diesem das besagte Paket gegeben. Okay. Am Computer können wir nicht machen. Das sind die Polizeifotos aus Loth Mulders Büro. Bei unserer ersten Durchsuchung haben wir nichts entdeckt. Ich habe mich inzwischen noch ein paar Mal dort umgesehen, aber keine Hinweise gefunden. Außer diesem Büro hatte Loth Mulder nichts. Vor seinen seltsamen Weltreisen hatte er sogar sein Haus verkauft. Warum hat er sein Büro behalten? Ich glaube, ich nehme die Fotos besser mit. Vielleicht ist ja etwas drauf, was wir nicht sehen. Soll ich mir die jetzt angucken? Oh, die verschwinden sogar. Okay. Dings hier untersuchen Menü im Inventarfenster. Okay, das ist jetzt das hier. Moment. So, untersuchen. Bild. Jetzt können wir reinzoomen. Das konnten wir vorher nicht. Und wir können jetzt... Ja, okay, hinten ist, glaube ich, nicht viel zu erkennen. Ach, hier können wir auch blättern, okay. Mhm. Ich sehe erstmal nichts. Warum bin ich jetzt hier eingeparkt? Der Stuhl hat mich hier eingeparkt, verdammt. Und welche Akten noch eine Rolle? Nö. Oh hier. Akten, Akten. Ist aber nichts weiter. Oh, okay. Northwood Forest in Will Smith. Was ist das hier? Mein Zuhause. Loth Nolders Büro. Dort gehen wir mal hin. Loth Nolders Büro. Die Polizei hat hier nichts entdeckt, weil alle Aufzeichnungen vernichtet wurden.
Es herrscht eine gedämpfte, erwartungsvolle Atmosphäre, als berge das Büro Geheimnisse und würde seit 5 Jahren auf Lothnolders Rückkehr warten. Letztes Mal herrschte hier keine solche Unordnung. Die Polizei hatte das Büro versiegelt. Aber wer ist hier gewesen? Und warum? Hier gibt es doch nichts Wichtiges. Das Büro ist so gut wie leer. Ruhe, da sind wir reingekommen. Ein Kalender. Dieser Kalender ist 5 Jahre alt. Also aus der Zeit vor seiner plötzlichen Abreise. Er hat einige Länder in Afrika und Ozeanien bereist. Ich habe jetzt einen Hinweis fürs Gehirn von seinem Kalender. Ah, okay. So, was haben wir noch Hübsches? Wir können wahrscheinlich einen Schritt reingehen. Jawohl. Diese Bilder sind eher untypisch für normale Büros. Ach Quatsch. Vielleicht ist ja irgendwas hinter dem Bild. Was ist das hier? Hier wurden Akten aufbewahrt. Er wurde wohl vor einer Weile ausgeräumt. Warum kann ich da nicht ran? Die Akten ausräumen? Das ist ein Brieföffner, genau. Ist er bestimmt? Ah, die Leitung ist tot. Und kein AB. Die Will Smith Daily. Brangston um 3 Uhr nachts von Erdbeben erschüttert. Ein Erdbeben der Stärke 6,1 rollte gegen 3 Uhr morgens durch Brangston, eine kleine Stadt 18 Meilen nordwestlich von Will Smith. Bislang ist von 18 Toten und 137 Verletzten die Rede. 9 Häuser stürzten ein und viele weitere wurden schwer beschädigt. Noch immer sollen unter den Trümmern Überlebende begraben sein. Zufällig war Thomas Koch, Reporter der örtlichen Tageszeitung, gerade vor Ort. Zufällig. Hier seine Beschreibung des Geschehens. Es war ein schrecklicher Moment. Alle Gebäude bebten, dann begannen die Menschen zu schreien. Ich sah, wie sie von Balkonen und aus Fenstern sprangen, um sich zu retten. So etwas habe ich noch nie erlebt. Auch in Will Smith war das Beben noch stark zu spüren. Es gab keine Toten, doch bei der ausbrechenden Panik wurden 59 Personen verletzt. Die meisten verbrachten die Nacht in ihren Autos oder in den städtischen Parks. Die Behörden warnten davor, in den beschädigten Häusern zu bleiben und riefen die Bevölkerung auf, sich auf potenzielle Nachbeben vorzubereiten. In Will Smith stürzten keine Gebäude ein. Aufregender Zufall. In der Kohlemine der Big Mole Mining Corp. mit Sitz in Brangston machten die Arbeiten durch einen Zufall eine aufregende Entdeckung. Viele Archäologen betrachten dies als den rätselhaftesten und aufregendsten Fund der letzten Jahre. Sie fanden einen Raum, dessen Eingang mit Figuren, Reliefen und Zeichnungen bedeckt ist. Eine mögliche Erklärung ist, dass dies ein Teil einer prähistorischen unterirdischen Siedlung sein könnte. Der Betrieb der Mine wurde sofort gestoppt, bis die Gegend gründlich untersucht wurde. Der erste Archäologe, der die Region untersuchte, war David R. Heitzen. Heitzen erklärt, dass die Überreste nicht zu einer uns bekannten Zivilisation gehören und schon sehr alt sind. Endgültige Aussagen können aber erst nach einer vollständigen Untersuchung getroffen werden. Okay. 2006. Ja, warum nicht? Aber nicht überall können wir komplett uns umsehen, ne? Irgendwie. Wells, also Will Smith, Mythen, Legenden einer alten Stadt. Das Buch handelt von den Volksmythen von Will Smith. Ich erinnere mich dunkel, dass mein Großvater mir davon erzählt hat. Jathas Fluch? Müssen wir das alles lesen? Okay, es hält sich in Grenzen hier. Ich lese viel. Eben. Zweck dieses Werks ist die Sammlung der Volksmythen der Stadt Will Smith in einem zusammenhängenden Band. Wie allgemein bekannt wurde Will Smith bereits im Mittelalter, das genaue Datum ist nicht bekannt, als Siedlung gebaut und ist aufgrund der umgebenden Berge seit jeher von anderen Siedlungen abgeschnitten. Aus diesem Grund interessieren sich Ethnologen besonders für die Geschichte einer so abgeschnittenen Gegend. Die Erforschung und Sammlung der Volksmythen eines Gebietes wie Will Smith ergibt eine ethnologische Wissensquelle, die Informationen über die umliegende Region liefern kann. PS, ich danke meinem Freund Alfonso Gray, der mir bei Teilen des Buches geholfen hat. Amateur-Ethnologe Sean Bridge.
Jaffas Flucht oder wie auch immer, ne? Fluch, ist vielleicht eine der ältesten Mythen der Region. Obwohl der Ursprung umstritten ist, geht die allgemein akzeptierte Version auf das Altertum zurück. Das Naturphänomen, das jedes Jahr zu bestimmten Zeiten in den Northwood Mountains auftritt, da war irgendwas gerade oben, keine Ahnung, hat geblinkt, kann selbst heute nicht vollständig erklärt werden. Starke Winde, die mit entsetzlichem Getöse Staub und kleine Steine durch Höhlen und Felsspalten in die Northwood Mountains schleudern. Diese Steine regnen nach einem starken Erdbeben auf die Städte in der Umgebung. Dieses Erdbeben ist viel stärker als die kleinen Beben, die im Erdbebengebiet von Will Smith häufig auftreten. Es ist eine bekannte Tatsache, dass die erste Siedlung des Will Smith-Bezirks in der bewaldeten Northwood-Region entstand, wo aufgrund der Höhe den größten Teil des Jahres ein raues Klima vorherrscht. Zu dieser Region gehören auch die Northwood Mountains, die in vielen Mythen erwähnt werden. Abgesehen von ein paar Lichtungen bedeckt der große Northwood Forest das Gebiet bis zum Fuß des Berges wie eine dicke Bettdecke. Der Wald ist unbewohnbar, aber in der Lichtung ist die Erde sehr fruchtbar und so wurde eine kleine Stadt um den Teich von Wolfsbury gebaut, der der Stadt auch ihren Namen gab. Doch später wurde der Name der Stadt in Windlabs geändert. Laut dem Jaffa-Fluch-Mythos schießen die Bewohner von Wolfsbury auf ein kleines, raues, feindseliges Völkchen, das lange Zeit auf den Plateaus der Northwood Mountains lebte. Sie fanden einige der Traditionen und Verhaltensweisen dieser Menschen, die sich selbst Jaffa nannten, absolut abstoßend. Nach einer Weile verschwanden einige Personen, die Bewohner wurden unruhig und die Jaffa wurden gewaltsam von den Plateaus vertrieben, auf denen sie lebten. Nach diesem Vorfall soll Jaffas Fluch begonnen haben und allgemein wird angenommen, dass das der Preis für diese Vertreibung ist. Merkwürdiges wurde über die Tradition der Jaffa berichtet und die Bewohner von Wolfsbury waren besorgt. Eines Nachts wurde während der Riten der Jaffa eine Gruppe von Menschen entsandt, um nachzusehen, was auf den Plateaus geschah, und als sie zurückkamen, wagten sie vor Angst nicht zu sprechen. Am nächsten Morgen erzählten sie voller Furcht flüsternd, was sie gesehen hatten und was mit den entführten Dorfbewohnern geschehen war. Es wird berichtet, dass die Jaffa wahre Teufel seien, die in den tiefen, dunklen Höhlen abscheuliche Götzen anbeten und Opfer darbringen. Dabei tanzten sie zu monotoner Musik und beschworen etwas aus der Hölle herauf, indem sie mit den Handflächen auf den Boden schlagen. Man hat inzwischen bei archäologischen Ausgrabungen Behausungen entdeckt, doch in keiner der Höhlen in dieser Region finden sich Götzen wie die aus den Mythen. Ach, das ist eine Klippe hier und ein Baum. Okay, gut. Ist noch irgendwas anderes drin? Das scheint eine Liste mit Symbolen zu sein. Ach. Sind es Uhrzeiten? Datumsangaben. Uhrzeiten mit Datum. Nee, kann auch nicht sein. Das sind Uhrzeiten. Keine Ahnung, wozu die gut ist. Das weiß ich leider. Die anderen Sachen können wir nicht öffnen. Was haben wir jetzt eigentlich bekommen? Wir haben keine weiteren Informationen in der Liste. Und beim Untersuchen, wir haben auch die Liste nicht bekommen. Also scheint sie nicht wichtig zu sein. Oder falls sowas wichtig sein sollte, müssen wir irgendwann mal hinlaufen wieder. Das Ding benutzt worden, oder? Muss ich da vielleicht jetzt das Bild hier mit benutzen? Warte mal kurz. Das ist das hier. Nee, schade. Bild ist ja eindeutig benutzt worden hier oder verändert worden. Kann ich hier irgendwas? Kann ich da irgendwas machen? Hä? Jetzt kann ich. Irgendwas kaputt gemacht gerade? Nein.
So, das Blättern. Jetzt ist wieder da, okay. Für mich wäre jetzt der Anhaltspunkt, das Bild hat sich verändert, ist ja nur eindeutig. Wir können von hier auch mal in die andere Richtung gucken, warte mal. So mehr oder weniger, ne? Oder? Ah ne, das ist, So. Das hier sieht identisch aus, ne? Ne, hier fehlt das Ding. Oder, ne, das ist von hier hinten aufgenommen worden, ne? Genau. Das sieht okay aus. Aber das ist eindeutig verändert worden. Aber wir können nichts machen, ne? Drin? Nein. Huch, da wollte ich nicht hin. Hier kommen wir nicht weiter. Sicher, sicher. Das muss irgendwas hier sein. Aber was kann ich da machen? Ja, Brieföffner. Nee. Die ganze Zeit brannte das Licht, oder was? Das sieht aber haargenau identisch aus. Es ist nur das Ding hier. Was kann ich denn damit machen? Eine Idee? Oder muss ich mit den Knochen hier telefonieren? Es gibt keinen Grund, ihn jetzt anzurufen. Okay, dann nicht. Die Uhr ist um kurz vor 5 stehen geblieben. Und das sehe ich hier leider nicht. So, warte mal. Kalender. Was ist das hier? Überlegen, kombinieren. Da gibt es nichts zu überlegen. Ach, hier ist ein Fragezeichen. Tipp geben. Howard hat die Fotos der ersten Polizeidurchsuchung. Er sollte sie mit dem jetzigen Zustand vergleichen. Ja, aber wie? Das versuche ich ja gerade. Zu Kombinationsplätzen hinzufügen. Das versuche ich doch hier. Das ist das hier. Irgendwas an dem Bild ist anders. Aha. Jemand hat das Bild bewegt. Ah. Die Polizei hatte diesen Tatort versiegelt. Wer könnte hier eingedrungen sein? Sehen wir uns die Rückseite an. Es scheint etwas darin zu stecken. Okay.
zurück. Nee, können wir nicht. Können wir das irgendwie öffnen? Oder, warte mal, geht das hier drüber? Ist das... Okay. Aha. Aha. Ein Rechtsklick. Bestimmte Worte oder Sätze in einem Dokument zu unterstreichen gibt Howard Hinweise. Klicken Sie Unterstreichen Schaltfläche an. Oh, das wird richtig komplex. Seite durchsuchen. Am Ende des Briefes steht Clark. Und er ist dann Jonathan, sein Bruder. Das sind die Notizen, die Jonathan in seiner Erklärung erwähnt. Lieber Jonathan, so werden alle Dokumente durchsucht. Der Brief enthält noch Hinweise. Viel Glück bei der Suche. Okay. Lieber Jonathan, du weißt, dass ich gern... Oder sind da mehrere Seiten? Kann ich ihn jetzt unterstreichen oder wie? Okay. Du weißt... Ist aber nicht der richtige Hinweis. Okay. Kann ich ihn wieder löschen? Shit. So war das, ne? Ja. Ein Hinweis ist unterschrieben. Du weißt, dass ich gern gleich zur Sache komme. Ich schreibe dir dies, weil ich weiß, dass mir schon bald etwas Schlimmes zustoßen wird. Wir haben uns nun seit 4 Monaten nicht mehr gesehen und ich habe dir verheimlicht, wo ich bin, weil ich wusste, solange ich mich um die Firma kümmern und alles in Gang halten würde, würdest du dich nicht um mich sorgen. Ich will offen sein, ich weiß, du magst mich nicht und das beruht auf Gegenseitigkeit, aber das ist jetzt unwichtig. Vor ungefähr einem Jahr habe ich mir ein Haus gekauft in einem alten Viertel im Norden und während der immer länger werdenden Phasen, in denen wir nicht miteinander gesprochen haben, dort gelebt. Oh, mein Handy. Okay. Du kennst mich. Geheimnisse aus alten Tagen haben mich schon immer fasziniert und du weißt auch, dass ich niemals wollte, dass du oder sonst jemand von meinen derzeitigen Situationen erfährt. Bis vor 2 Monaten hätte ich nicht im Traum daran gedacht, auch jetzt, trotz der unvorstellbaren Lage, in der ich mich befinde, spüre ich noch ein gewisses Widerstreben. Nenn es meinetwegen kindische Eifersucht, es ist mir egal. Ich kann dir im Augenblick unmöglich erzählen, was geschehen ist. Vielleicht kannst du mir aus meinen Notizen in diesem Paket einen Reim drauf machen. Ich bitte dich nur um eins, geh nicht zu diesem Haus. Verkauf es, egal wie, dir selbst und unserer Familie zu Liebe und geh nicht zur Polizei mit dieser Sache, egal was passiert. Die Adresse steht unten. Wir werden uns nicht wiedersehen. Pass auf dich auf. Okay, ich nehme an, dass wir die Adresse... Ist aber kein Hinweis. Haus gekauft... Ah, okay, interessant. Mr. Fiete hat sich heimlich ein Haus gekauft. Und das hier unten wird wahrscheinlich der letzte Hinweis sein. Hier ist die Adresse von Clark Fields Haus. Der Schlüssel im Kuvert muss sein Hausschlüssel sein. Ich setze meine Untersuchung besser dort fort. Okay, sein geheimes Haus. Was ist das hier? Lesen, überlegen. Nichts gerade interessant. Ja, wir haben ja auch alles schon gefunden. Okay. Was sagt der Schlüssel hier? Rechte Maustaste können wir auch lesen? Notizen, die Clark Field vor seinem Tod schrieb. Was ist das schon wieder hier? Was? Was? Wo? Was? Was schreibt der Shiggy? Achso. Okay. Irgendwas. Oh, also es ist wirklich... Schade, dass er sich vorliest. Also das wäre richtig gut. Ich lasse die mal jetzt hier kurz außen vor. Auch wenn es vielleicht negativ ist. Ich lasse sie mal so vor. Da ist der Schlüssel zu Clark Fields Haus. Ich hoffe, dass die Sachen, die da geschrieben stehen, und zwar in Massen, nicht so ultra wichtig sind. Weil das geht nachher ganz schön auf die Stimmbänder. Ich hatte mich beim Stand voller Ehrfurcht und... 1 Monat nach dem Kauf dieses Hauses. Doch, was steht hier noch? Ist älter und realer, als ich mir überhaupt vorstellen kann. Unentwegt frage ich mich, was es sagen würde, wenn seine Mauern reden könnten.
Aha, 16. Februar, langsam habe ich Eva Bergen besser kennengelernt und festgestellt, dass sich unsere Interessen stark ähneln. Nach unserer ersten Begegnung besuchte er mich und wir unterhielten uns lange. Ich habe beschlossen, mich zuerst um das Innere des Hauses zu kümmern. Dabei helfen mir die Originalbaupläne. Okay, ist alles wieder zurückgebaut worden? Aber ist ja wahnsinnig viel. Ich glaube, ich habe mich jetzt an das Haus gewöhnt. Auch wenn ich es mir selbst nicht eingestehen wollte, hatte ich in den ersten Wochen das Gefühl, ich würde mich hier nie einleben. Ich schrak bei jedem Knirschen zusammen und erschrak bei jedem Geräusch. Das kenne ich. Extrem starke, seltsame Gerüche, deren Herkunft ich nicht orten konnte, weckten mich ständig auf und ließen mich danach nicht wieder einschlafen. Ja, das mag kindisch klingen, aber dieses Haus besitzt einen äußerst aktiven Genius Loki. So als wären all diese Geräusche und muffigen Gerüche nicht von dieser Welt. Vielleicht haben die Geschichten der Dorfbewohner meinen Verstand umnebelt. Die Geschichten, von denen sich die meisten um die ehemaligen Besitzer der Häuser ranken, scheinen die hiesige Bevölkerung zu überfordern. Wenn sie über diese Dinge sprechen, tun sie das mit einem ehrfürchtigen Flüstern, so als hätten sie Angst, man könne sie hören. Na toll, und das in einem Haus. Ich habe alles für die Renovierung vorbereitet und ein fähiges und erfahrenes Team eingestellt. Sie fangen nächste Woche an. Huch, da wollte ich nicht hin, aber da können wir gleich speichern. Können wir gleich speichern. Oh, das ist Ende 3 zu viel. Okay.